So, nun will ich mir erstmal den geangelten Fisch unter der Lampe ansehen. Aber sagen Sie, um Himmels Willen, was soll denn dies hier sein? Das ist meine Brille. Ja, Sie lachen, das ist meine Brille. Leider. Das nennen Sie Brille? Ich glaube, Sie sind mit Absicht komisch. Ja, meine Brille. Sie haben recht, vielleicht sieht sie ein bisschen komisch aus. Mit diesen grauen Blechrändern um das Glas und dann diese grauen Bänder, die man um die Ohren machen muss und dieses graue Band quer über die Nase. Man kriegt so ein graues Uniformgesicht davon. So ein blechernes Robotergesicht. Ja, so ein Gasmaskengesicht, aber es ist ja auch eine Gasmaskenbrille. Gasmaskenbrille? Gasmaskenbrille. Die gab es für die Soldaten, die eine Brille trugen, damit sie auch unter der Gasmaske was sehen konnten. Aber warum laufen Sie denn jetzt noch damit herum? Haben Sie denn keine richtige? Nein. Gehabt, ja, aber die ist mir kaputt geschossen. Nein, schön ist sie nicht, aber ich bin froh, dass ich wenigstens diese habe. Sie ist außerordentlich hässlich, das weiß ich. Und das macht mich manchmal auch unsicher, wenn die Leute mich dann auslachen. Aber letzten Endes ist das ja egal. Ich kann sie nicht entbehren. Ohne Brille bin ich rettungslos verloren. Wirklich, vollkommen hilflos. Ja? Ohne sind Sie vollkommen hilflos? Dann geben Sie das abscheuliche Gebilde mal schnell her. Da, was sagen Sie nun? Nein, die bekommen Sie erst wieder, wenn Sie gehen. Außerdem ist es beruhigender für mich, wenn ich weiß, dass Sie so vollkommen hilflos sind. Viel beruhigender. Ohne Brille sehen Sie auch gleich ganz anders aus. Ich glaube, Sie machen nur so einen trostlosen Eindruck, weil Sie immer durch diese grauenhafte Gasmaskenbrille sehen müssen. Jetzt sehe ich alles nur noch ganz verschwommen. Geben Sie sie wieder raus. Ich sehe ja gar nichts mehr. Sie selbst sind mit einem Mal ganz weit weg, ganz, ganz undeutlich. Wunderbar. Das ist mir gerade recht. Und Ihnen bekommt das auch besser. Mit der Brille sehen Sie ja aus wie ein Gespenst. Vielleicht bin ich ja auch ein Gespenst. Eins von gestern, das heute keiner mehr sehen will. Ein Gespenst aus dem Krieg, für den Frieden provisorisch repariert. Und was für ein griesgrämiges, graues Gespenst. Ich glaube, Sie tragen innerlich auch so eine Gasmaskenbrille, Sie behelfsmäßiger Fisch. Lassen Sie mir die Brille. Es ist ganz gut, wenn Sie mal einen Abend alles ein bisschen verschwommen sehen. Passen Ihnen denn wenigstens die Hosen? Na, es geht gerade. Da, nehmen Sie mal die Jacke. Oha. Erst ziehen Sie mich aus dem Wasser und dann lassen Sie mich gleich wieder ersaufen. Das ist ja eine Jacke für einen Athleten. Welchem Riesen haben Sie die denn gestohlen? Der Riese ist mein Mann. War mein Mann. Ihr Mann? Ja, dachten Sie, ich handel mit Männerkleidung? Wo ist er, Ihr Mann? Verhungert, erfroren, liegen geblieben. Was weiß ich. Seit Stalingrad ist er vermisst. Das war vor 3 Jahren. In Stalingrad? In Stalingrad, ja. Ja, in Stalingrad, da ist mancher liegen geblieben. Aber einige kommen auch wieder und die ziehen dann das Zeug an von denen, die nicht wiederkommen. Der Mann, der ihr Mann war, der Riese war, dem dieses Zeug gehört, der ist liegen geblieben. Und ich komme nun her und ziehe sein Zeug an. Das ist schön, nicht wahr? Ist das nicht schön? Und seine Jacke ist so riesig, dass ich darin fast ersaufe. Ich muss sie wieder ausziehen. Doch, ich muss wieder mein nasses Zeug anziehen. Ich komme ja um in dieser Jacke. Sie erwürgt mich, diese Jacke. Ich bin ja ein Witz in dieser Jacke. Ein grauenhafter, gemeiner Witz, den der Krieg gemacht hat. Ich will diese Jacke nicht mehr anhaben. Sei still, Fisch. Behalte sie an, bitte. Du gefällst mir so, Fisch. Trotz deiner komischen Frisur. Die hast du wohl auch aus Russland mitgebracht, ja? Mit der Brille und dem Bein und noch diese kurzen, kleinen Borsten. Siehst du, Fisch, das habe ich mir gedacht. Du musst nicht denken, dass ich über dich lache, Fisch. Nein, Fisch, das tue ich nicht. Du siehst so wunderbar traurig aus, du armes, graues Gespenst. In der weiten Jacke mit dem Haar und dem steifen Bein. Lass man, Fisch, lass man. Ich finde das nicht zum Lachen. Nein, Fisch, du siehst wunderbar traurig aus. Ich könnte heulen, wenn du mich ansiehst mit deinen trostlosen Augen. Du sagst ja gar nichts. Sag was, Fisch. Bitte, sag irgendwas. Es braucht keinen Sinn zu haben, aber sag was. Sag was, Fisch. Es ist doch so entsetzlich still in der Welt. Sag was, dann ist man nicht so allein.
Bitte mach deinen Mund auf, Fischmensch. Bleib doch nicht den ganzen Abend stehen. Komm, setz dich. Hier neben mich. Nicht so weit ab, Fisch. Du kannst ruhig näher rankommen, du siehst mich ja nur verschwommen. Komm doch, mach meinetwegen die Augen zu. Komm und sag was, damit etwas da ist. Fühlst du nicht, wie grauenhaft still es ist? Ich sehe dich gerne an. Dich. Ja. Aber ich habe bei jedem Schritt Angst, dass es rückwärts geht. Du, das hab ich. Ach, du, vorwärts, rückwärts, oben, unten. Morgen liegen wir vielleicht schon weiß und dick im Wasser, mäusestill und kalt. Aber heute sind wir doch noch warm. Heute Abend noch mal, du. Fisch, sag was, Fisch. Heute Abend schwimmst du mir nicht mehr weg, du. Sei still. Ich glaube dir kein Wort. Aber die Tür will ich doch lieber abschließen. Lass das. Ich bin kein Fisch und du brauchst die Tür nicht abzuschließen. Nein, du, ich bin, weiß Gott, kein Fisch. Fisch, Fisch, du. Du graues, repariertes, nasses Gespenst. Mich bedrückt das. Ich ersaufe mich, erwürgt das. Das kommt, weil ich so schlecht sehe. Das ist ganz und gar nebelig, aber es erwürgt mich. Was hast du? Du, was hast du denn? Ich werde jetzt ganz sachte, sachte verrückt. Gib mir meine Brille. Schnell. Das kommt alles nur, weil es so nebelig vor meinen Augen ist. Da. Ich habe das Gefühl, dass hinter deinem Rücken ein Mann steht. Die ganze Zeit schon. Ein großer Mann. So eine Art Athlet. Ein Riese, weißt du? Aber das kommt nur, weil ich meine Brille nicht habe. Denn der Riese hat nur ein Bein. Und er kommt immer näher, der Riese, mit einem Bein und zwei Krücken. Hörst du? Tick, tock, tick, tock. So machen die Krücken. Jetzt steht er hinter dir. Fühlst du sein Luftholen im Nacken? Gib mir die Brille, schnell. Ich will ihn nicht mehr sehen. Da, jetzt steht er ganz dicht hinter dir. Der Riese. Was tust du hier, du? In meinem Zeug, auf meinem Platz, bei meiner Frau. Dein Zeug? Dein Platz? Deine Frau? Und du? Was du hier tust? Das habe ich gestern Nacht auch den Mann gefragt, der bei meiner Frau war. In meinem Hemd war, in meinem Bett. Was tust du hier, du? Hab ich gefragt. Da hat er die Schultern hochgehoben und wieder fallen lassen und hat gesagt, ja, was tue ich hier? Das hat er geantwortet. Da habe ich die Schlafzimmertür wieder zugemacht. Nein, erstmal noch das Licht wieder ausgemacht und dann stand ich draußen. Komm mit deinem Gesicht unter die Lampe. Ganz nah. Ich, Beckmann, ich dachte, du würdest mich nicht mehr kennen. Beckmann. Beckmann. Beckmann! Hör auf, du. Sag den Namen nicht. Ich will diesen Namen nicht mehr haben. Hör auf, du. Beckmann. Beckmann! Das will ich nicht! Das will ich nicht mehr sein! Ich will nicht mehr Beckmann sein!